Herzlich willkommen hier in unserem wöchentlichen Videocast und ich habe heute, ja, den Stefan bei mir. Hallo Stefan. Hallo Holger. Und wir wollen heute mit euch über, ja, was Neues sprechen, was wir zusammen machen und was total krass ist, was total toll ist und was, denke ich mal, auch den Markt weiterbringen wird. Wir haben nämlich zusammen eine Recruiting-Akademie gemacht, genau, in Deutschland und Österreich. Ja. Und haben für diese Recruiting-Akademie auch einen super tollen Kurs gemacht. Genau, so ist es. Und mit 10 spannenden Modulen. Und die wollen wir jetzt mal mit euch durchsprechen, damit ihr einfach mal für euch erkennt, was ist da alles drin, was können wir da alles erlernen, wo bewegen wir uns hin. Und bevor wir reinstarten, ja, Stefan, mich kennen viele schon, die unseren Videocast verfolgen. Dich haben auch schon einige mitbekommen, genau, weil sie sich das angeschaut haben. Aber vielleicht trotzdem mal noch 2, 3 Worte zu dir. Ja, was ist so dein Background? Ja, also ich bin Stefan Grabler, ich komme aus Österreich, aus Salzburg, habe Betriebswissenschaften studiert und ja, Recruiting allgemein war für mich immer schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Recruiting hat ja viel auch mit Profiling zu tun, also auch wo so ein bisschen mein Steckenpferd drinnen liegt, Gesichtsstrukturen, Sprachstrukturanalyse und so weiter. Und daraus habe ich gesagt, okay, es muss doch eine tolle Möglichkeit geben, Menschen in den Beruf so zu integrieren, dass die auch richtig Spaß haben. Und Firmen brauchen eine einfache Möglichkeit, wirklich gute Mitarbeiter, gutes Personal zu finden, dass einfach beide Spaß dran haben und beide wirklich die Menschen finden und die Fähigkeiten finden, die sie brauchen. Und das ist der Grund, warum ich mich schon seit einigen Jahren jetzt mit dem Thema Recruiting speziell beschäftige und ich mit dir, Holger, dieses richtig coole Ausbildungspaket schnüren durfte, wo wir sagen, wow, ich glaube, wir können sagen, es ist einzigartig so in der Art und Weise. Das ist einzigartig. Es profitiert natürlich aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Du, genau, ganz viele Erfahrungen in den Unternehmen, gerade im Thema Personalauswahl, die ganze Thema Face Communication Profiling, was du, genau, alles mit den Unternehmen zusammen gemacht hast. Meine Erfahrung aus dem reinen Gewinnen, quasi dieser Personalvermittlungsaspekt. Mhm. Und wir beide für uns haben in unseren Diskussionen die Grundlage für diesen Kurs war natürlich erkannt, dass es ganz viele Theoretiker gibt, die ganz toll unterwegs sind, genau, und ganz schöne Sachen machen. Allerdings, man hat nirgendwo einen richtigen Leitfaden, wie mache ich das am Ende? Wie gestalte ich das? Wie kriege ich auch den Mitarbeiter am Ende bei mir ins Unternehmen hinein? Genau, genau. Und ja, ich glaube auch, dass der Kurs, natürlich ist auch Theorie dabei, weil Theorie auch wichtig ist. Nur ich glaube, dass das Spezielle und das wirklich Tolle an unserem Kurs, genau, das ist, dass wir sagen, okay, wie bringe ich die Theorie wirklich jetzt in die Praxis? Wie bringe ich die PS auf die Straße? Genau. Und da haben wir beide einfach wirklich so viel coole Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Und deswegen denke ich, dass wir hier mit diesen 10 wahnsinnig spannenden Modulen wirklich ein tolles Konzept geschaffen haben, wo jeder, der sagt, okay, ich habe schon mit Personal zu tun, ich möchte mein Wissen erweitern, ich möchte was vertiefen, da wirklich alles findet, was er braucht, um wirklich gutes Recruiting im eigenen Unternehmen zu machen. Genau, ich vergleiche das immer wie Marathonlauf, ne? Recruiting ist wie Marathonlauf. Man muss sich jetzt vorstellen, wir haben hier den wunderbaren Salzburg-Marathon. Gibt es da einen? Ja, gibt es. Ja, wir haben den Salzburg-Marathon. Und da gibt es ja immer 3 Gruppen in so einem Marathon. Ne? Mhm. Es gibt die, die ganz hinten sind, die so hinterherrennen, die so hobbymäßig das machen und so schon Stündchen hinterm Hauptfeld sind. Dann gibt es das Hauptfeld. Ja. Das sind eigentlich die, die sagen, okay, ich habe schon den sportlichen Anspruch und möchte auch irgendwie in einer persönlichen Bestleistung durchs Ziel kommen. Und dann gibt es natürlich die Führungsgruppe. Das heißt, die, die wirklich wissen, wie es geht, die ihre Zeiteinteilung genau machen, die wissen, wann sie trinken müssen und als Erster durchs Ziel gehen. Und genauso ist es mit dem Kurs, was wir erreichen wollen. Wir wollen euch von hinten vielleicht oder von der Mittelgruppe, wo ihr euch befindet, ganz nach vorne bringen. Und deshalb haben wir 10 einzelne Module gewählt für diesen Kurs. Und starten tun wir mit dem Thema Employer Branding. Ja. Weil Employer Branding ist die Basis von allem. Das weil stimmt, wenn ich meine Arbeitgebermarke nicht begründen kann, wenn ich nicht weiß, wer bin ich denn eigentlich, wer sind die Mitarbeiter, die mit mir diesen Weg gehen, dann kann ich niemanden begeistern. Und das ist wiederum das Spannende im Recruiting der Zukunft, dass hier natürlich nicht mehr der Arbeitgeber den Arbeitnehmer sucht, so wie wir das klassisch seit 500 Jahren kennen oder seit Tausenden von Jahren vielleicht sogar. Es wird sich ändern. Der Mitarbeiter wird sich das Unternehmen suchen.
Und dieses zu verstehen, diesen Gedankenansatz zu verstehen, das ist das Spannende. Und das ist auch die neue Idee, die uns nach vorne treibt und diesen Kurs hat kreieren lassen. Und Employer Branding ist die Basis. Also ich muss erstmal genau schauen, was ist meine Unternehmenskultur, was ist mein Unternehmensmarkenkern und wer findet sich in diesem Markenkern überhaupt wieder, weil ansonsten kann ich überhaupt keine Zielgruppe definieren. Ja. Und damit könnte man auch nicht ins zweite Modul bei uns reingehen, denn das sind die strategischen Grundlagen. Also wie mache ich überhaupt eine Recruiting-Strategie? Ja. Was fließt da alles rein? Wie baue ich mir meine Zielgruppe? Da ist natürlich auch noch ein Tick Marketing drin. Klar, muss sein. Das heißt, wir werden in diesem Kurs ein Avatar für uns kreieren, jeder für sich individuell. Das ist ja das Spannende bei uns. Mhm. Jeder geht am Ende damit raus und weiß genau, was er auch zu tun hat. Und dieser Avatar wird ihn bekleiden. Das wird der sein, der aus den Erfahrungen des Employer Brandings in der Strategie entwickelt wird. Genau. Ja, das sind die ersten zwei Themen. Dann gehen wir natürlich, klar, jetzt haben wir die Person für uns. Ja. Wir haben die Unternehmensmarke, wir haben die Arbeitgebermarke quasi. Und jetzt schauen wir natürlich, okay, wie kommen wir an die Leute ran? Und da gibt es natürlich ganz viele Wege mittlerweile. Ne? Früher war es einfach. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Zeitungsannonce in die Zeitung gesetzt, regional, überregional, Fachpresse, wo wir halt gerade hin wollten. Dann haben wir irgendwo die Bananenkisten hingestellt, damit wir die Bewerbungen sammeln konnten. Genau. Und das hat sich gedreht. Ne? Heute machen wir eine Annonce und telefonieren vielleicht noch mit unserem Berater beim Verlag. Ja. Und der uns noch sagt, ja, haben wir noch eine Rabattaktion, kostet nicht mehr 750 Euro, sondern nur noch 579. Sagen wir, okay, super, machen wir. Dann kommt keine Bewerbung. Das heißt, die Bananenkiste verstaubt. Stimmt. So, also, weil die Wege ändern sich. Natürlich kann auch eine Zeitungsannonce zielführend sein, gar keine Frage. Aber es gibt ganz viele Kanäle jetzt und die wollen wir natürlich uns auch anschauen, weil aus der Strategie heraus muss ich auch meine Wege festlegen. Es sei denn, ich habe so viel Geld auf dem Konto, dass ich einfach alle Wege zupflastern kann. Das geht auch. Ist trotzdem schwierig, aber kostet halt mittlerweile auch ein Heidengeld. Ja. Das heißt, wir schauen uns im nächsten Modul natürlich das ganze Thema Online-Recruiting an. Online-Recruiting finde ich auch so total toll, wenn man mal ein bisschen zurückgeht und an meinen grauen Haaren sieht man ja, das sind schon ein paar Jahre. Ich habe so ein paar Ringe, so quasi wie der Baum. Ne? Ja. Und wo man vor 6, 7 Jahren gesagt hat, ein Recruiter, wenn man einen Job gesucht hat, kannst du Online-Recruiting? Weiß ich nicht, was ist denn das? Wo geht das hin? Ist heutzutage völlig selbstverständlich. Ne? Also ja, da sind ja auch die ersten Jobbörsen so gekommen online. Genau. Das ist ja auch noch nicht so lange her, dass man heutzutage wirklich auch eine Anlaufstelle im Internet hat, wo man jetzt Jobs reingeben kann. Also das ist ja ganz neu, wenn man es jetzt auf die großen Zeitspannen, wie lange es Arbeit schon gibt, jetzt mal aufrechnet. Genau, das ist Wahnsinn, was da sich bewegt hat in den Jahren und wie viel das wird. Wir werden also in diesen Modulen auch Themen behandeln, wie zum Beispiel ein Recruiting-Funnel. Finde ich total krass. Gibt es ja auch Techniken mittlerweile und technische Anbieter, wo man das umsetzen kann. Und wir schauen uns in diesem Modul dann an, wie mache ich das denn? Also wie kreiere ich denn eigentlich so ein Recruiting-Funnel, um am Ende auch die Bewerber, quasi mein Avatar, den ich in der Recruiting-Strategie gebildet habe, dann wiederzufinden. Mhm. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, noch Themen wie Social Recruiting, Mobile Recruiting, also technische Anwendungen, zielgruppenorientierte Anwendungen. Und ja, und dann übernimmst quasi du im Kurs, ne? Kann man so sagen. Ich habe mich doch noch ein bisschen so auch auf das klassische Recruiting nochmal zurückspezialisiert. Viele sagen ja, und ich höre das immer wieder, Offline-Recruiting ist tot. Hast du bestimmt auch schon gehört. Ach, wer schaltet heutzutage noch eine Einschaltung, eine Zeitung oder was auch immer. Nun, es ist so, natürlich die Medienwelt hat sich komplett verändert. Ja, es ist so, die Zeitungen werden immer mehr digital. Nur, was mir stark aufgefallen ist, der Trend geht sehr, sehr stark in Richtung Fachzeitschriften, Fachmedien, Fachliteratur. Ja. So, und es gibt einfach einschlägige Fachzeitschriften, wo ich sage, okay, die lese ich noch, die lest du noch gerne. Und natürlich, wenn ich auf diesem Gebiet eine Ausbildung habe und ich möchte auf diesem Gebiet jetzt Mitarbeiter finden, ist es natürlich auch hier logisch, in einer Fachzeitschrift auch eine Annonce zum Schalten. Ja. Nur, die darf natürlich größer sein wie 3x3 cm mit ein paar, und das darf schon eine halbe ganze Seite sein. Und wir werden einfach im Offline-Recruiting uns die neuen Wege anschauen, wie wir heute mit Offline-Recruiting auch günstig, preiswert, schön in die Fläche gehen können
und auch passende Mitarbeiter zu finden. Also Offline-Recruiting ist nicht tot. Wir haben es mit unseren Sachen wiederbelebt und einfach mit ganz, ganz vielen neuen Techniken und Tools wieder interessant gemacht, sodass wirklich, okay, ein Recruiter sagen kann, eine Zeitungsannonce oder ein Plakat oder was auch immer, wird für mich wieder interessant. Und das ist das Spannende dran. Genau, ich hatte letztens einen Kunde, ne, genau das Thema, Metallberuf in Bayern. Mhm. Und das Thema war einfach, wo hole ich diesen Experten ab? Ja. Und die Experten, gerade in der Metallbranche, will ich mal sagen, sind jetzt nicht unbedingt Social Media affin. Also man kann sie ja nicht über einen Kamm scheren, aber in der Masse sind das schon so ein bisschen, ja, sehr branchenorientiert. Und haben dann auch eine Branchenzeitung, es gibt für jede Branche wirklich auch eine Zeitung, fand ich auch absolut spannend. Und haben dort eine Annonce geschaltet und hatten darauf auch Resonanz. Also es funktioniert, dieser Weg funktioniert, das fand ich auch total toll, dass diese Fachzeitschriften, obwohl sie ganz geringe Auflagen haben, also die hatten, weiß nicht, 5.000 oder 6.000 Stück Auflage, ist ja eigentlich nichts, ne? Ja. Und genau die Zielgruppe erreicht hat, ne? Aber das kann ich natürlich nur rausfinden, wenn ich die definiert habe, sonst ist der Weg, der kann richtig sein, kann auch falsch sein. So ist es, ganz genau. Zielgruppendefinierung ganz ist ganz, ganz wichtig und natürlich betrifft Offline-Recruiting nicht mehr jede Branche. Ja. So, wir dürfen da wirklich schauen, welche Branche ist die richtige und dann das richtige Medium suchen und dann kann ich wirklich effektiv Recruiting betreiben. Ja, auch Active Sourcing ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja. Ich sage das immer wieder, die Online- und Offline-Möglichkeiten, die es da gibt, Leute wirklich dann richtig einzusetzen, Talente-Pools zu finden, diese ganzen spannenden Sachen. Ich habe es auch bei mir im Studium gesehen, das sind alles Themen, die kommen jetzt immer ganz, ganz stark und werden im klassischen Bildungsweg noch ganz, ganz wenig, sage ich jetzt mal, im Personalwesen bearbeitet. Ja, das ist so, quasi so. Es wurde mal angesprochen. Experte weiter, ne? Ja, genau. In der Branche selber, an der Theorie, hast du vollkommen recht. Genau. Gar nicht, ne? So, und das ist auch ein Thema, wo wir sagen, okay, wir wollen das unbedingt auch in unserem Kurs mit reinnehmen, weil Active Sourcing einfach so ein mächtiges Tool ist, auch wirklich schnell die richtige Position besetzen zu können. Ja. Ich habe alle Daten da, ich habe meinen Pool, ich habe die Informationen direkt bei der Hand und gerade auch, wenn es im High-Potential-Bereich geht, habe ich hier natürlich eine riesige Auswahlmöglichkeit, schnell, effektiv den richtigen Mitarbeiter zu finden. Ja. Und ich finde auch hier, Active Sourcing darf mehr gelebt werden. Gerade in der Recruiting-Kultur in Unternehmen darf das ganz, ganz stark eingebaut werden. Und deswegen haben wir auch hier gesagt, es wird ein eigenes Modul, weil wir es für sehr, sehr wichtig gefunden haben, Active Sourcing wirklich nochmal in die breite Masse zu geben, weil es sehr, sehr wichtig ist, für im Recruiting-Prozess schnell fündig zu werden. Natürlich auch operatives Recruiting, ganz klar. Also es gibt so Basisdinge, eine Stellenbeschreibung. Ja, klar, Stellenbeschreibung zu machen. Ich muss ja auch ganz wissen, was darf denn der Bewerber oder was verlange ich denn von dem Bewerber? Was muss denn der können? Ich lese immer wieder Stellenbeschreibungen, wo wir sagen, in Österreich so diese eierlegende Wollmilchsau gesucht wird. Ach, er soll flexibel sein, er doch strukturiert arbeiten. Ach, er soll das und das und das können. Ah, er soll reisebereit sein, aber doch gerne im Büro sitzen. Eine richtig gute Stellenausschreibung, eine richtig gute Stellenbeschreibung ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Sachen. Ich sage, okay, ich kann den Job, die Position so besetzen, wie ich das möchte und vor allem, wie es die Position auch braucht. Genau. Richtig. So, und Operative Recruiting ist nichts anderes, wie zu sagen, okay, wir machen einfach die Basics. Was ist wichtig, dass ich sage, okay, wen suche ich, für was genau, wie genau, wo genau, wann genau. Wir gehen auf diese ganzen Schritte da einfach schön detailliert ein, weil einfach die Praxis zeigt, dass hier viele Schritte noch nicht umgesetzt werden und natürlich sich das dann auch bei der Arbeitsleistung des Mitarbeiters bemerkbar macht, wenn die Stellenausschreibung nicht präzise formuliert wurde oder wenn nicht präzise definiert wurde, was der Mitarbeiter in der Stelle dann erfüllen darf. Ja, und natürlich, wie du schon gesagt hast, die Bananenkisten, Personalauswahl ist ganz klar. Personalauswahl ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Wir haben hier ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten drinnen, Softfacts, Hardfacts von den Mitarbeitern rauszufinden, weil natürlich, jetzt habe ich viele Bewerbungen da. Natürlich bei den Bewerbungen wird ein bisschen aufgehübscht meistens, es sind ein paar Sachen drin. Und ein guter Recruiter darf da einfach für sich rausfinden, wer ist denn jetzt wirklich für die Stelle passend.
So, und wir haben da einfach ein paar tolle Sachen drin. Das ist ein E-Assessment, wir gehen ein bisschen auch auf Assessment Center ein. Wir machen ein paar Profiling-Sachen, einfach so, dass jeder, der diesen Kurs besucht, wirklich ein gutes psychologisches Grundwissen hat, wie ich jetzt den Mitarbeiter einschätzen darf, wenn ich eine Bewerbung habe, wenn der jetzt vor mir beim Bewerbungsgespräch sitzt, ein bisschen in Fragetechnik rein. Einfach, dass wirklich der gesamte Prozess bis zum Einstellen perfekt abläuft und ich wirklich eine sehr, sehr hohe Trefferquote habe, nachdem ich den Kurs abgeschlossen habe. Ja, und klar, für mich wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Mein letzter Punkt, Headhunting natürlich. Ja, ja. Ich liebe es. Amerika, ja. Headhunting. Ja, in Deutschland sind ja fast alle Personalvermittler mittlerweile auch Headhunter. Ja, ja. Das finde ich immer so schön, wenn die das auf die Visitenkarte draufdrucken und man dann im Fachgespräch mal nachfragt, okay, was ist denn eigentlich jetzt fachlich, und unsere Personalbranche kämpft ja und auch wir mit diesem Kurs einfach um Fachlichkeit. Genau. Was ist denn Headhunting? Ne? Und dann kommen manchmal, wenn eine Antwort kommt, vollkommen falsche Antworten. Also, Kopfgeldjäger. Aber einfach das zu verstehen, was ist damit gemeint, wo bewege ich mich, weil das natürlich auch wichtig ist, auch in diesem Kontext Unternehmen und Headhunter. Ja. Dieses Verständnis, was macht der andere denn überhaupt? Ja, ne? Ja. Wo bewegt der sich? Ne? Und wir haben im Headhunting ein Riesenproblem. Ja. Hatte ich letztens auch ein großes Unternehmen, was um Auftragserteilung ging, wo wir diskutiert haben, da einfach das Thema gehabt, okay, wie läuft denn Headhunting zurzeit ab? Ne? Yeah. Zurzeit läuft es so ab, Unternehmen sucht ganz dringend jemanden, ne? Was weiß ich, Vertriebsleiter, und Headhunter meldet sich, sagt ja, okay, machen wir einen Vertrag, ne? Alles gut und schön, und kriege ich meine Vergütung, meistens ja auch honorierte Basis, und dann geht es erstmal los, ja, dann gibt es ein Feedback nach 14 Tagen, nach 4 Wochen nochmal, und dann ist Ruhe. So, stille Ruhe der See, ja. Wir können jetzt auch mal ruhig sein, weil es wirklich ruhig ist. Und dann irgendwann sagt mal die Personalabteilung, ja, wir haben doch die Stelle ausgeschrieben, hat der Headhunter sich mal gemeldet? Ne? Und dann, ja, ruft mal an und sagt, der Headhunter, oh, ist gerade schwierig. Es ist gerade, also wirklich, tut mir leid, aber gerade schwierig. Ne? Und das ist das, was wir auch unter anderem mit diesem Kurs ändern wollen. Wir wollen, dass Sie, die den Kurs besucht haben, auch wissen, wie Sie sich da drinnen bewegen, was es für Zeitfolgen gibt. Einfach die Erwartungen der Kunden auch zu erfüllen. Ja. Ne? Einfach mal mit Basics auch zu erfüllen. Und natürlich, was ich alles beachten muss, natürlich, wenn ich Leute anspreche. Ne? Klar, und natürlich auch vor allem, was Headhunting ist. Du hast ja gesagt, viele Menschen wissen ja teilweise gar nicht, was ein Headhunter macht, weil natürlich Headhunting für High-Potential-Suche und so weiter, klar. Nur es gibt ja Firmen, die lassen ja teilweise alles Mögliche schon rekrutieren mit Headhunter, wo er sagt, okay, wir dürfen da schon Kosten-Nutzen-Faktor und so weiter auch fürs eigene Unternehmen abwägen. Und genau, Befragung, Fragetechniken, alles Mögliche. Headhunting im eigenen Unternehmen führen oder outsourcen, kommt natürlich wieder auf die Größe des Unternehmens an. Nur ist, wie gesagt, ganz, ganz spannendes Thema, gerade wenn es um High-Potentials-Bereich geht, dass wir da auch nochmal genau drauf reingehen, was ich mit Headhunting denn wirklich machen kann im Unternehmen. Genau. Also ihr seht ganz, ganz viele tolle Themen in dem Kurs. Und ja, wir haben auch schon die ersten Termine geplant. Genau. Wobei wir schon festgestellt haben, dass die Termine ja sehr, sehr, würde ich mal sagen, knapp sind. Also wer daran teilnehmen sollte, wollte, möchte, wer also Rekruter werden möchte, der sollte Gas geben. Ein richtig guter Rekruter werden möchte. Wer der Beste eigentlich. Der Beste, ja genau, beste Rekruter werden möchte. Der muss sich schon beeilen. Ja. Genau, wir haben gar nicht so viele Termine dieses Jahr, weil wir beide ja auch noch im Alltagsgeschäft stecken. Ja. Und das ist uns ja auch wichtig, dass ihr Wissen bekommt aus der Praxis, nicht irgendwie nur ein Buch, dann könnt ihr euch ein Buch kaufen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen ja mit euch da durchgehen. Und ja, wir sind dieses Jahr, haben wir 3 Termine, glaube genau, ich. Genau, 3 Termine. Für den Vollkurs, alle 10 Module, wenn ihr also Rekruter werden wollt. Der erste Termin wäre in Berlin. Genau. Und der ist schon im Juni, beginnt, jetzt muss ich mal schauen, also wann der beginnt, am 11.06. in Berlin. Genau. Dann die ersten 5 Module, die erste Woche, und die zweite Woche, eine Woche später, am 17.06. Genau. Ne? Also ihr seht, ist gar nicht mehr so lange hin, und auch hier nur eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wir wollen also nicht irgendwie Hallen füllen. Ne, und irgendwie dann uns nur am Buffet treffen, sondern wir wollen euch das beibringen. Das heißt, hier in Berlin ist es limitiert, wie dann auch in München, auf 10 Personen. Genau. Die ersten 10 können daran teilnehmen, die anderen müssten dann entweder nach München fahren
Dort ist es dann im September, ich muss nochmal schauen, vom 30.09. an ist der erste Block bis zum 4.10. und du bist dann dran vom 11.10. bis zum 25.10. Genau. Super. Genau. Goldener Herbst in München. Was ja, ist mehr? Schön. Ne? Ja. Krass. Ja, und dann sind wir noch in Österreich. Genau. Ja? Machen wir heuer Österreich, haben wir auch natürlich in Salzburg. Also genau. Für alle die österreichischen Zuseher, ja, schönes ja. Bundesland in der Mitte. Kann man super erreichen. Wir haben Salzburg heuer mit unserem Partner, also Wifi, wo wir das Ganze im November starten. Jetzt darf ich nur kurz schauen, weil ich den Termin nicht ganz im Kopf ja. habe. Und da habe ich einen Tipp für ja. alle, die den Termin nicht im Kopf haben, wie ich auch nicht. Ja. Ne? Schaut einfach auf unsere Webseite, das ist recruiting-akademie.de, alles wunderschön im Englisch, ja. ne? Also da muss man sich nicht umstellen. Schaut auf die Termine oder ruft uns an unter 0341 520 5777. Ja, genau. Das ist eigentlich der einfachste Weg. Ne? Also schaut auf die Website, dort sind die Termine, dort könnt ihr auch gleich buchen und ich empfehle es euch auch dort gleich zu buchen, weil, wie gesagt, die Plätze sind limitiert und wenn du der Elfte bist, hast du halt wirklich, musst du dich bis 2020 gedulden. Ja, genau. Ja. Oder nach München oder nach Salzburg kommen. Oder nach München ja. oder nach Salzburg, genau. Wobei das natürlich Salzburg wirklich schön ist. Ja, das stimmt. Ja. Mozartkugel. Ja. Holger, ja, liebe Mozartkugeln. Muss ich mal sagen, ja, ich liebe Mozartkugeln wirklich. Und wir haben jetzt eine Challenge gemacht. Ist das dann, jetzt ist es Werbung, ne? Jetzt müssten wir irgendwie Hashtag Werbung einfügen, ne? Genau. Wenn wir es über Instagram posten würden. Aber machen wir nicht. Aber ihr schaut ja bei uns ja zu. Und ja, wir machen jetzt mal Werbung, ohne dass wir was dafür bekommen. Ich weiß, ist genau. Das auch Werbung? Ja, ist wahrscheinlich. Product Placement, oder? Ist ja, wahrscheinlich. Irgend sowas. Ja. Wir haben eine Challenge, ist die leckerste Mozartkugel, haben eine richtige Bewertung gemacht, also ja. uns persönlich, anderen schmecken sicherlich andere, aber für uns persönlich. Ja. Und haben festgestellt, dass die Mozartkugeln von der Konditorei Schatz ja. in Salzburg die leckersten sind. Also die waren ja, wir haben das für euch getestet. Total toll, ja. genau. Ne? Einziger Manko ist, es gibt keinen Online-Shop. Ja. Aber die machen die in Hand am Bein, also von daher geht das wahrscheinlich nicht, da würden die überrannt werden. Ja. Also muss nach Salzburg fahren und die dort in einer wunderschönen Gasse, eine kleine Konditorei. Genau. Und Konditorei Schatz, wirklich vielen, vielen Dank für diesen tollen kulinarischen Genuss. Ja. Ja. Dankeschön. Ja, wie gesagt, wir freuen uns, wenn wir euch entweder in Berlin, in München oder in Salzburg dann persönlich kennenlernen. Genau. Wie gesagt, nochmal 10 Leute. Das ist wirklich ein exklusiver Kurs, ja. darf ich so sagen. Kannst du so sagen. Wir möchten wirklich uns Zeit nehmen, dass wir auf eure Bedürfnisse, auf eure Fragen, auf alles, was ihr wissen wollt, wirklich genau eingehen könnten. Deswegen ja. haben wir gesagt, okay, 10 Leute ist für uns wirklich das Maximum ja. und dafür bekommt ihr wirklich 100%, 110% an Wissen von uns. Genau. Und wir arbeiten gemeinsam wirklich alle Themen, dass ihr rausgeht und dann sagen könnt, genau. Jetzt bin ich ein super Workbook, was ihr selber auch mitbefüllt, also wo ihr selber genau. auch das Wissen rausziehen könnt und ihr könnt dann in euer Unternehmen gehen und wirklich sagen, okay, das funktioniert. Das kennt ihr ja auch von der HSB-Akademie, diese praxisnahe Ausbildung, die wir natürlich in der Recruiting-Akademie genauso fortführen. Genau. Das heißt, ihr geht raus und ihr könnt drin arbeiten und nicht irgendwie, ihr müsst noch 5 Leute fragen, wie das dann wirklich praktisch geht. Ne? Ja. Ja. Stefan, ich freue mich wahnsinnig. Ich kann es gar nicht auch. Sagen. Es ist wirklich absolut toll. Für mich kommt auch, bin ja schon auch sehr, sehr lange in der Personal ja. Drin, also seit 2004. Mhm. Und es ist, war immer mein Traum, dass mir mal jemand sagt, gerade in der Anfangszeit, jetzt nicht mehr, aber in der Anfangszeit, wie geht denn das? Wie machst du das? Mhm. Wo musst du da hinschauen? Wie machst du ja. Richtiges Recruiting? Und dieser Kurs, wie gesagt, aus deiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung, dieser praktische Ansatz, der macht mich also total hibbelig. Ich bin ja absolut begeistert ja, und freue ja mich schon auf die Termine. Juni! Ja, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Nach Ostern abwarten, dann geht's ja. los. Ja. Super. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Holger, für die Einladung. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Kurs. Das wird einfach Hammer. Ja. Und natürlich auf euch alle, die genau. wir dort kennenlernen dürfen. Ja. Bis bald. Wie gesagt, schaut auf die neue Website für den Recruiting-Bereich recruiting-academy.de und ja, ansonsten bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.